Microphone muted. Sound muted. Everything changes. So, da bin ich. Hey! So, damit man mich auch natürlich erkennt. Nochmal das Bild weg. Da bin ich. Hi. Herzlich willkommen auf meinem Stream. So.
Dann starten wir mal direkt mit Minecraft. Switchen auf die Szene. Perfekt. So, was lese ich da? Twitter nicht vergessen. Was ich dazu sage, ist das hier. Okay. So. Ja, wird noch erledigt. Wie man sieht, sind wir schon mit dem Dach fast fertig. Wir brauchen halt noch Weizen. Da hat Ruby ordentliche Leistung. Ordentliche Arbeit geleistet, das wollte ich sagen. So. Was wir jetzt heute machen wollen, ist erstmal die Hülle weiter ausbauen, dass man in die Richtung laufen kann. Hier platzieren wir noch ein paar Kisten. Und dann, was wir zuerst jetzt machen können, ist Weizen abfarmen. Denn wir haben ja in der letzten Folge, oder in der letzten Stream-Session, unser Feld erweitert. Um 4 Felder. Und damit wir erstens genug Essen haben, weil wir kein Fleisch haben und damit wir unser Dach weiter ausbauen können. Schließlich benutzen wir da Weizen. Beziehungsweise Heu, und das macht man aus Weizen. So, noch die letzten Felder hier. Glücklicherweise droppt nicht nur ein Weizen, wenn man eins rausnimmt, sondern gleich 4. Circa. Ich glaube, es sind immer 4. So, noch 6 Felder. Da hinten sehe ich eins. Was man den Feldern lassen muss, ist, es dauert echt lange, bis die fertig gewachsen sind. Ich meine mindestens, glaube ich, 3 oder 4 Tage, bis die 100% haben. Alles klar, jetzt sind wir mit den Feldern fertig. Wir machen daraus Brot. Ne, brauchen wir nicht. Noch nicht. Aber das können wir in der Kiste ablagern, mit Ruby sie in Heu und craften kann. Und das Dach weitermachen kann. So, essen wir nochmal was. So, was ich auf jeden Fall machen wollte, ist Stein farmen. Und dafür brauchen wir Hacken. Haben wir denn genug Eisen? Eisen an der Kiste. Nicht mehr viel, müssen wir langsam mal Eisen. Achso, ich habe ja noch ein paar Hacken gemacht. Dass ich noch dran gedacht habe. Beziehungsweise war das letzte Mal ziemlich aus Versehen, dass ich die gemacht habe. Aber egal. Erde brauchen wir erstmal nicht. Das können wir alles ablagern. Fleisch vom Zombie brauchen wir auch nicht. Hier haben wir noch ein Schwert. Holz, beziehungsweise ein Slab brauchen wir auch nicht. Und die Leiter kann ich erstmal auch ablagern. So, hier lassen wir noch 32. Fackeln haben wir auch. Sticks. Und dann sieht. So. Okay. Dann fahren wir jetzt erstmal Stein ab. Echt aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Hoffen mal, dass es in dieser Richtung auch eine Höhle gibt. Oder eine Schlucht. Warum wir jetzt Stein fahren, ist ganz einfach, weil wir später noch ein Rathaus bauen wollen. Und unser Rathaus möchten wir gerne aus Stein machen. Deswegen brauchen wir da ordentlich Stein. So. Hier bauen wir gleich noch etwas weiter runter. Dafür müssen wir auch noch Stufen machen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das in Zweierschritten machen. Damit es nicht sofort runter geht. Und deswegen brauchen wir auch Holz dafür. Ich habe ja noch etwas Holz. Ich habe nur 32 abgelegt. Da habe ich noch 44. Machen wir noch ein bisschen mehr. So.
Das bauen wir hier erstmal zu. Okay. Weiter geht's. Wieder eins weiter runter. Nach einer gewissen Stelle sollte es, glaube ich, etwas schmaler werden. Damit das eventuell so aussieht wie eine Mine. Und Gleise könnten wir auch dahin klatschen. Wenn wir so weit dann sind. Also jetzt nicht zwangsweise so, aber naja, wenn so eine gute Idee für später. Jetzt war das hier oben weg. Wie viel Stein haben wir denn schon? Das Ding ist einfach, es sind hier mehr, nicht mehr, viele Steinesorten. Deswegen muss man sich dann entscheiden, welche Sorte man am Ende die ganze Zeit sammeln will. Ich weiß nicht, 4, 5 andere Steinsorten. Moment, doch, richtig. Hier kommt wieder eine Stufe. Ich mache hier etwas Licht, damit es nicht so dunkel ist. So. Holz? Da. Das hier noch weg. Falsch. So. Wie sieht es ja von der Ferne aus? Ist okay. Ich denke, man kann es so lassen. Es wird dann halt immer weiter runtergehen. So, wir haben noch ein bisschen Erde. Warum hat sich das nicht gesteckt? Dort 3. Ach krass, Granit. Sieht aus wie Erde. Wie sieht's mit dem Heu aus? Ja, einigermaßen in Ordnung alles. Ach, hier hast du schon alles zugebaut. Ja, jetzt muss ich das schichtweise machen. Ja, ich sehe. Weil ich das Heu wieder seitlich platzieren muss, damit ja das Muster immer gleich bleibt. Hier, was ich noch sagen wollte dafür. Ach, du bist hier. So wie das jetzt aussieht, ne? Hier vorne. Ja. Das wollte ich noch auf der anderen Seite. Ist wirklich. Ist auf der beiden Seite. Nee, ich meine, wie soll ich dir das sagen? Gib mir mal 2 Hälften Slabs. 2 Hälften von diesen, wie auch immer die heißen. Nee, nicht Heu. Das Material dafür. So, was ich jetzt wollte, ist vorne sind hier. Wie platziert man die, wenn es richtig ist? Habe ich was jetzt zum